Eine große Schar von Kenner und Genießer trafen sich am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. März 2018 im Römerkastell zu Stuttgart-Cannstatt und staunten über die exquisiten Sachen, die geboten wurden. Herzlich willkommen bei der Kulinar 2018, heute vom Stand von der Metzgerei Bless. Ich empfehle Ihnen heute unser neuestes Produkt, die Bourbon Bacon Jam. Sehr lecker, passt ideal zum getoasteten Brot, zum Burger, was auch immer Sie wollen. Unsere Neuheit, einfach mal probieren. Siamo italiani, facciamo i cantuccini e il panforte fatto a mano in Toscana. Ich bin Tabea von Griesbacher und wir präsentieren heute unsere Mineralwasser, unsere Limonade, die wir haben. Speziell ist einmal die Schwarzwald-Cola und die drei verschiedenen Mineralwasser. Es ist jetzt die Amalfi-Zitrone, direkt von der Amalfi-Küste kommend. Man kann da praktisch die ganze Frucht essen. Jetzt kommen Sie online ins Fernsehen. So, bitteschön. So ist man das. Sehr vielseitig in der Küche verwendet, schmeckt unglaublich und ist auch mit nichts zu vergleichen. Was wir noch haben, sind Barbecue-Soße, die sind speziell für diesen Bereich kreiert. Die nimmt man dann für die Sachen wie... Das ist der Räuch... Ja, das ist der Abfall. Und das ist der Räucher Lachs aus Schottland. Aus Schottland. Mhm. Dieser Kauf ist ganz frisch. Ich weiß. Und so haben wir verschiedene Mandelkreationen, die wir der Kundschaft hier anbieten, um die bestimmt abgeschmeckt sind, sie die bestimmten Waren. Das kommt bei der Kundschaft hier an. Wir sind von der Nudelmanufaktur Schaut in Andelfingen und bei uns gibt es oberleckere Nudeln aus eigenem Dinkel angebaut und aber auch ganz tolle Nudelsoßen. Also einfach mal bei Schaut vorbeikommen und diese tollen Nudeln. Hallo, wir sind von Trofes. Wir importieren griechische Feinkostprodukte und heute stehen wir hier auf der Kulinart mit unseren Zucchiniblüten aus Kreta. Die werden da ganz traditionell in Handarbeit hergestellt und danach eingefroren. Es gibt zwei Sorten mit Ziegenkäse und Minze gefüllt. Die sind roh eingefroren und die muss man ein bisschen weiter verarbeiten. Wir haben sie heute hier im Bierteig ausgebacken. Und dann gibt es noch die ganz traditionellen mit Käse, mit Reis gefüllt und Kräutern. Die werden gekocht und schockgefrostet. Das ist also ein tolles Produkt für zu Hause. Man entnimmt einfach so viel, wie man möchte, macht die warm und dann ist es schon fertig. So, das ist eine nagelneue Marke aus Panama, 1914. Es ist ein Blend zwischen 15 und 23 Jahre alt. Rum aus Melasse. Der ist ziemlich lieblich, mild, aber nicht so süß wie andere Rums aus dem spanischen See. So, man kann ihn ganz schön langsam. Hallo, wir sind von der Firma Fissing. Wir haben sortenreines Olivenöl von der Sorte Manaki, eine ganz spezielle Sorte. Oliven, auch Manaki-Oliven, Olivenpaste, wildwachsender Bergoregano, Granatapfel, Mandarinensaft und Granatapfel mit Mandarinensaft. Wir haben eine Salatsoße, Gabriela Salatsoße, nach einer alten Rezeptur aus den 20er Jahren gemacht. Und die ist ein Klassiker hier auf der Kulinart, weil wir die schon seit jetzt im 13. Jahr hier immer anbieten, im Frühjahr und im Herbst. Und die Leute sind immer sehr begeistert, man muss unbedingt herkommen und das probieren. Wir haben hier Pico Rosso aus dem Letrosee, das ist oberhalb vom Gardasee von Riva. Und der hat 61%, wird aus einer Apotheke hergestellt am Letrosee. Ist jetzt im Moment in fünfter Generation. Alles in allem war es ein Highlight des Besonderen. Und deshalb ist man schon heute gespannt, was die nächste Kulinart in Stuttgart bringen wird. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.